Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Ja, hiermit herzlich willkommen zu The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Version 1.4.8. Ich hab halt so lange Offstream gespielt, bis ich Moms Herd gekillt habe. Und ich muss sagen, ich bin nicht ganz sehr gut. Kann man gut erkennen. 24 Death. Ich habe irgendwann mal meinen States, glaube ich, gelöscht. Weil, ich weiß auch nicht mal, weil ich mit Let's Play anfangen wollte. Und dann dachte ich so, aber ich glaube, ich spiele noch mal bis Herz, damit ich noch ein bisschen mehr Übung habe und so auch ein bisschen mehr was drauf habe. Darum werden wir jetzt direkt mit einer Challenge anfangen. Und zwar, einer der einfachsten, finde ich, und zwar Meet Forever. Ich muss mal kurz was machen. Das ist jetzt einmal der Binding of Isaac. Egal. Okay, wir haben schon, also das ist halt ein Challenge und wir haben am Anfang an schon Meat Boy. Also ganz schon. Hallo? Okay, der will das wohl nicht ins Deutsch übersetzen. Aber gut, dann muss ich es wohl versuchen zu übersetzen. Come on! Das ist halt Dingens. The Binding of Isaac Wiki und Item Wiki. Und irgendwie will das gerade nicht ins Deutsch umgesetzt werden. Egal. Spielen wir erstmal weiter. Ich habe Grafik, glaube ich, auf automatisch eingestellt. Werde ich aber jetzt mal ändern in Medium. Ist Medium in Ordnung? Ja, Medium ist in Ordnung. Ach komm, mach mal so. Yay, Meat Boy. Komm her, Meat. Okay, der wird so gekillt. Gut. Okay, das ist übersetzt. Das ist sehr, sehr schön. Denn ich kann nicht so gut Englisch. Hier ist ein blauer Stein. Oder grau, blau, grau, blau. Irgendwas dazwischen. Ich hasse Spinnen. Ganz ehrlich, ich hasse Spinnen. Egal welche Art von Spinnen. Also hier in diesem Spiel. Es gibt ja, glaube ich, zwei Arten. Einmal diese springende und einmal die verfolgende. Die hasse ich, Alter.
Ich muss aber sagen, Spinnenansicht finde ich recht cool. Besonders die großen, denn die kleinen interessieren mich gar nicht, aber die großen finde ich, sehen durchaus recht cool aus. Ihr könnt das vielleicht ekelhaft finden, aber ich finde Spinnen absolut nicht ekelhaft oder sowas oder gruselig oder sowas. Finde ich einfach nicht. Die hasse ich, Alter. Denn die haben, also normalerweise sind die ja nicht so schwer, aber irgendwann bedenken die sich einfach, ach, ich habe mal heute Lust, ein paar Meter weiter zu springen. Und dann springen die einfach mal ein bisschen weiter. Und das ist halt nun mal nicht sehr gut. Denn so habe ich halt Probleme. Warte kurz. So, bin wieder zurück. Wieso muss ich immer angerufen werden, wenn ich Let's Plays aufnehme? Gott verdammt, ich verstehe es wirklich nicht. Das mache ich auch nicht irgendwie extra oder sowas. Aber ganz ehrlich, das ist ja echt wirklich schlimm. Ja, hallo? Wieso legst du auf? Deine Mutter. Alter. Ich habe jetzt nicht stumm geschaltet, ne? Also. Und? Die hören mich doch eh nicht, die hören dich. Doch, die hören dich. Die hören dich wirklich, ne? Und dann, die wissen, doch, die wissen, dass ich Ben heiße. Naja, egal. Ach, deine Mutter. Ich hab doch Facebook-Account damit gekuppelt, du Bob. Wenn die herausfinden wollen, wie ich heiße, können die das locker machen. What? What? Das wissen die, glaube ich, noch nicht. Ich hab grad Kopfhörer an, da höre ich dich nicht so gut. Weil ich gerade Ingame-Sound hören will. Weil ich Ingame-Sound hören will, obwohl das eigentlich voll unnötig ist. Weil das ein Spiel ist, was absolut kein Ingame-Sound braucht. Zockst du denn? Hä? Zockst du? The Binding of Isaac. Was das? Mach mir eine Together. Nein, wenn du mit mir einkaufen gehst. Nein. Ja, du guckst, du willst doch von mir nicht was. Wieso soll ich mit dir einkaufen gehen? Gott verdammt! Bin ich eine Frau oder was? Oder was weiß ich? Ja, was eine Frau, Alter? Bist du schwul? Ich wollte nur mal schauen, dass du ein bisschen weiblich bist. Ja, deine Mutter. Bin ich deine Mutter oder was? Halt so. Was hat meine Mutter damit dazu zu tun? Keine Ahnung. Was weiß ich? Lenkst du Auto, fühlst du rein? Nein, fuck! Alter, du lenkst mich voll ab. Wenigstens was etwas Gutes. Ich weiß gar nicht, ob die dich hören, aber ich hoffe mal schon. Sonst klingt das voll dämlich. Ja. Lass einfach rausgehen. Nein, ich zuck doch gerade. Gott verdammt! Ja, danach muss ich kochen. Ich hab schon gesagt, du zockst den ganzen Tag, das ist nicht gut für dich. Deine Mutter ist nicht gut für dich. Du willst die ganzen Ferien nicht. Nein. Alter, du bist so ein Spast. So. Nur weil ich die Wahrheit sage. Weil du einfach der Spast bist. Nein, du warst die ganze Ferien noch zu Hause. Was laberst du für eine Scheiße? Wann warst du denn mal draußen? Alter, willst du nicht flachsen? Hä? Deine Mutter. Aus. Nein! Warum? Weil ich es nicht will! Ich will aber. Und jetzt ist meine Schwester sogar hier, Gott verdammt! Also zumindest nach Hause gekommen. Was machst du denn? Keine Ahnung, irgendwo. Wollt ihr nicht nach 3 Tagen weggehen? Hä? Wollt ihr nicht 3 Tage weggehen oder
Ja, irgendwann mal schauen. Keine Ahnung. Freut mich nicht. Zeit für deine Privatsphäre. Hä? Nix. Deine Mutter? Was hast du gegen Mutter? Ich hab was gegen deine Mutter. Wie getan? Die hat dich geboren, das reicht. Und bist böse. Ich weiß. Du bist ein guter Mensch. Alter, wenn du wissen, wie schlimm du in Wirklichkeit bist. Was für eine Assi du bist. Ja, aber sagst du denn sowas? Du sollst keine Lügen zubereiten. Genau. Yo, Mom. Oh, war schon wieder so ein Satz. Ja, ja. Warum ich echt traurig bin. Da ist sogar Englisch. Du warst mal anders. Du hast dich verändert worden. Alter. Lass du mich jetzt nicht in Ruhe. Wenn du rauskommst? Nein. Warum? Weil ich es nicht will und ich muss. Und meine Schwester ist jetzt im Zimmer. Was soll das denn jetzt heißen? Hä? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich nehm grad auf. Alter, ich hab kein bisschen Privatsphäre. Gott! Ja, nein, keine Ahnung, ich weiß nicht. Alter, ich nehm grad auf, Gott verdammt, müssen wir jetzt alles privatlich hier klären? Wenn du willst. Gehen wir heute joggen. Wenn du mit mir einkaufen gehst. Nein, das ist ja beides Qual für mich, du Bob. Das ist ja beides Qual für mich. Mir auch. Ja, also. Ja, also, dann haben wir beide Qual. Nö. Ja. Warum? Alter. Was? Ich hab schon mindestens 3 Folgen von Isaac gelöscht, weil da irgendwas schiefgelaufen ist. Zum Beispiel? Und so haben. Hä? Zum Beispiel. Together mit dir? Warum ist was da schiefgelaufen? Du bist scheiße. Was war das denn? Alter, hier kannst du wenigstens weggehen. Ja, ich mein Zimmer. Immerhin, ich mein Zimmer. Scheiße. Ich hab kein Space-Item. Alles klar, ja nicht. Ich weiß. Ich würde gerne was zu diesem Spiel erklären. Da das mein allererster Dingens ist. The Binding of Isaac Let's Play. Gar nicht, was laberst du? Du hast schon ganz Zeit gezockt. Let's Play, du Bob. Ich hab das gezockt, ohne zu filmen. Ja, hab ich ja auch. Hey, wie lange hast du schon gespielt? 60 Stunden. Alter, das ist seit gestern. Geht gar nicht. Deine Mutter, du bist so dumm, Alter. Ah, was für ein Spaß. Du hast ja schon seit gestern. Am Dienstag hast du was geholt und jetzt schon 60. Was laberst du denn Scheiße? Die wissen nicht mal, was für ein Tag heute ist. Du bist ein Bob, Alter. Heute ist Freitag? Oh, heute ist Freitag, stimmt. Ich hab das doch schon längst, du Bob. Ja, seit Montag sag ich doch. Du hast gerade nicht schnell ausgerechnet 60 Stunden. Hm, wie viele Tage könnte das sein? Na klar. Ein Spaß. Hier gibt's keine Goldräume. Ich bin ein Lappen, weißt du das? Jo, bin ich ein Lappen, weißt du das? Und du bist ein Julien-Sohn. Hey, warum bist du denn so mies zu mir? Hä? Warum bist du denn so ein asoziales Kind? Weil du mich aufregst. Ja, aber ich mach doch gar nichts. Aber ich mach doch gar nichts. Ich weiß nicht, was mit dir schiefgelaufen ist. Ich hab einen Pfeil im Kopf gehabt. Das war echt nicht gut. Dein Mutter ist nicht gut für dich, weißt du? Alter, willst du mich endlich in Ruhe lassen? Wenn du rauskommst? Nein! Warum? Weil ich gerade aufnehme. Ja, danach, Mann. Danach nehme ich trotzdem auch noch auf. Was? Danach nehme ich auch noch auf. Nein, du hast den ganzen Tag gezockt. Was laberst du für eine Scheiße? Ich war die ganze Zeit mit dir draußen. Deine, wann waren wir draußen? Deine Mutter. Ich kann nicht mal lügen. Du kannst nicht mal lügen. Du kannst nicht lügen, du Bob. Ich kann sowas auch nicht. Du bist doch so ein Spast, Alter. Wieso machst du mich immer so schlecht? Wieso tust du das? Du machst mich selber schlecht. Du machst mich schlecht. Gar nicht. Doch, du machst mich fast das Pfeifen. Ach, kauf mal auf diese Scheiße einfach. Hör auf zu lügen. Und voraus. Nein. Deine, was ist dein einziges Problem? Mein einziges Problem ist, dass ich gerade zocke. Danach esse ich. Ey, du bist fett genug. Deine Mutter ist fett genug. Deine Mutter ist dick. Alter! Gott, verdammte Scheiße.
Ich lösche diese Folge extra nicht, weil ich irgendwas... Ich höre dich voll schlecht, ich hab Kopfhörer an. Ich lösche die Aufnahme, nee, im Leben. Glaub mir, nee, im Leben. Kannst du vergessen. Habela. So. Weil ich böse bin. Siehst du, du gibst sogar selber zu. Ah. Kleiner Wichser. Kleiner Wichser. Ui, ich sehe Goldraum. Dingesraum. Was ist der Goldraum? Geheimraum. Krabbo. Warum hast du meine 5 Euro geklaut? Hä? Warum hast du jetzt meine 5 Euro geklaut? Weil ich Bock drauf hatte, weißt du? Alter. Du denkst doch nicht, dass meine Zuschauer wirklich so dumm sind und glauben, dass du mein, dass ich dir 5 Euro geklaut habe. Du hast wirklich 5 Euro geklaut. Mhm. Deine Aufnahme hat keine Zuschauer. Deine Mutter hat keine Zuschauer. Mir hat heute jemand was voll Nettes geschrieben. Der schreibt hat mir das. Mitleid jemand mit dir. Hä? Hat jemand Mitleid mit dir? Deine Mutter hat Mitleid mit mir. Ich mag dich. Alter, ich sollte dringend mit diesem deine Mutter Zwang aufhören. Wie lange steht auf Mütter? Deine Mutter steht auf Mütter. Wie lange steht auf deine Mutter oder Mütter? Mütter! Du guckst ja jeder Mutter hinterher. Hä? Du guckst jeder Mutter hinterher. Du wirst irgendwann mal auch eine Mutter hinterher gucken. Oder heiraten oder was auch immer. Nein, aber nicht jetzt. Hm. Ach, halt's mal, du Kleiner. Kleiner Pedo. Ah, wieso Pedo, Alter? Ich weiß nicht, wie das heißt, wenn man auf Mutter steht. Keine Ahnung. Ja, komm raus. Nein, wenn ich fertig bin. Und komm schon. Fertig. Alter, ich hab hier kein... Ah. Dominik, bring dich irgendwann mal um. Was magst du denn sowas? Ich hätte sowas nicht von dir gedacht. Ich frag mich wirklich, ob die Zuschauer merken, wie du versuchst zu schleimen oder was auch immer. Hä? Was sagt man? Was für ein Lappen? Hey, du bist so ein Studiensohn. Boah, auf Gott, ich schwör's dir, ich blende gleich so einen Facebook-Chat mit dir ein. Hä? Wie, was will ich reißen? Du schreibst doch jede Sekunde einmal Lappen zu mir. Spacken. Erstmal ganz gelesen, was ich gestern zu dir geschrieben hab. Lappenhaft? Nein, ganz viele Sachen. Nein, hab ich nicht. Ja, irgendwie konnte ich dir nicht schreiben. Achso, okay. Ich hab euch ganze Beleidigungen geschrieben. Aha. Boah, Gott, verdammte Scheiße. Komm raus. Nein! Na, brauchst du noch? Willst du mit mir skypen? Mit wem? Mit mir. Da kann man dich besser hören. Ja. Ja. Extra Wünsche oder was? Hä? Extra Wünsche oder was? Hä? Extra Wünsche oder was? Ach, ja, klar. Ja. Deine Mutter ist fett. Boah, das lockt mich an. Nein, fuck. Alter, du lenkst mich voll ab. Ja, stopp. Ich bin nur heute viel, viel besser. Bitte gar nicht getan haben. Alter, du bist ein kleiner Assi, wa? Wer ist hier der Assi? Hä? Wer ist hier der Assi? Alter, ich häng hier voll fest. Boah, Alter. Schickt Kinder Ball holen. Ja und? Der macht das aber gerne. Du hast das auch schon tausendmal gemacht, ja? Und bei dir ist es viel schlimmer. Geh meine Bälle immer selber holen. Ja, ja, deine Mutter geht seine Bälle immer holen. Ey, was hast du gegen meine Mutter? Ich hab die gar nicht getan. Die hat mir auch gar nicht getan. Doch, die hat dich geboren, wie schon gesagt. Ja, dass du sowas sagst, das ist doch echt fair. Alter, immer wenn ich mit dir irgendwas mache, dann denk mal immer, dass ich voll der Asi bin. Auf Gott. Ich denke, dass du weißt, dass du ein Asi bist. Ich meine, warum kranker das, Scheiß. Halt dich einfach so wie ich. Hä? Ich soll mich beeilen? Nein, so verhalten wie ich, dann bist du kein Asi mehr. Ja, ja. Das soll für die Beleidigung sein. Bis ich fertig bin, das dauert nicht mehr lange. Ich filme wirklich. Ich weiß nicht. Zumindest nicht genau. Ach, deine Mutter will mich verarschen. Meine Mutter. Ach, ich sterbe gleich. Nicht gut.